Apropos naiv. Mir selber ist kein nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Nein, da war halt auch noch Sommer und die Umfragewerte waren bestens. Und da war die ganze Abhörgeschichte einfach kein Thema in der Politik. Und diese Mischung aus Anti-Amerikanismus und Naivität geht mir gewaltig auf den Senkel. Damit haben wir in Deutschland nichts zu tun. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Ja, das muss man verstehen. Damals betraf es ja nur das Ausspähen von 80 Millionen Bundesbürgern. Und die Simsen ja eh nur Banales. Und das Recht auf Banalität braucht doch nicht geschützt zu werden. Aber jetzt, das Handy der Kanzlerin, über das Ding wird Deutschland, ja Europa regiert, ist was ganz was anderes. Da gab es jetzt böse Worte am Telefon, abgehört von Barack Obama. Diesmal aber deswegen, weil er selber dran war. Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Der Außenminister bestellt den Botschafter ein. Ja, den von Amerika. Man macht also jetzt all das, was man schon im Sommer machen hätte können, machen müssen. Ja, aber konnte man nicht, weil man es damals noch gar nicht wusste. Ja, weil es noch nicht im Spiegel stand. Ja, die haben da recherchiert, beim Bundesnachrichtendienst und beim Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik nachgefragt, ob es sein kann, dass das Handy der Kanzlerin, und dort hat man überprüft und geantwortet, ja, das war wohl so. Hallo, warum sind die zuständigen Staatsorgane da nicht selber draufgekommen? Herrscht da multiples Organversagen? Nicht bei allen. Ich rechne seit Jahren damit, dass mein Handy abgehört wird. Allerdings habe ich nicht mit den Amerikanern gerechnet. Na, das hat ja niemand. Wer könnte es gewesen sein, der Werbeauftragte? Weiß man nicht. Auf jeden Fall, jetzt brennt in Berlin die Hütte. Sogar die SPD, die schon im Großkoalitionsschonmodus war, schwingt plötzlich wieder Wahlkampftöne. Ich habe im Sommer gesagt, die Affäre ist nicht beendet. Und ich sage heute, die Affäre ist nicht beendet. Die Vorwürfe sind nicht vom Tisch. Und wir werden dieses Thema auch zum Gegenstand der Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag machen. Und die Restopposition wittert sogar eine Mittäterschaft der deutschen Nachrichtendienste. Kann man sich kaum vorstellen, die bekommen traditionell nichts hin. Handy anzapfen ist schwierig. Aber auf jeden Fall, man ist in Berlin sehr sauer. Es kann nicht sein, dass erst jetzt die Hütte brennt und eine Sondersitzung jetzt die andere jagt, sondern wir müssen jetzt Fakten schaffen, dass die Deutschen insgesamt, nicht nur die Kanzlerin, vor solchen Spionageangriffen bewahrt werden. Tja, das abgehörte Kanzlerinnen-Handy könnte zum Daten-Fukushima der deutschen Politik werden. Zu verdanken ist die Tatsache, dass wir da überhaupt irgendwas wissen, übrigens maßgeblich dem Whistleblower Edward Snowden. Vielleicht sollte der geschäftsführende Innenminister Friedrich ihm vor dem Einbruch des kalten russischen Winters doch Asyl in Deutschland gewähren. Er käme ja nicht mal über Lampedusa. Aber kommen wir zurück nach Bayern.